Ich glaube, viele fragen sich, wie kann jetzt ein Energieversorger wie die Wien Energie trotz dieser hohen Energiepreise in diese Notlage kommen? Sie haben es vorhin schon ein wenig umrissen, hängt mit der, mit der eigenen Menge an Energie, die man herstellt, zusammen. Aber vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen und das kurz erklären. Ja, also, man muss unterscheiden. Also wenn der Strompreis jetzt stark steigt, dann fallen bei allen, die Strom erzeugen, hohe Übergewinne an oder riesige Gewinne an. Ja, also sozusagen Übergewinn ist ja, sagt man, wenn das sozusagen viel, viel mehr Gewinne sind als im Vorjahr. Ja. Und das sehen wir zum Beispiel beim Verbund. Der hat nämlich erstaunlich wenige Kunden. Das ist Österreichs größter Stromerzeuger. Er erzeugt 40% des Jahresstroms in Österreich. Mhm. Aber er hat nur sehr wenige Kunden. Also er hat einen Marktanteil bei den Haushalten bei nur 8%, bei der Industrie bei 25%. Er erzeugt aber 40% des gesamten Stroms. Das heißt, er verkauft das natürlich. Und der kann jetzt zu Superpreisen verkaufen und deswegen fallen dort riesige Gewinne an. Ja. Auch jede Windkraftanlage, jede Photovoltaikanlage, also alles, was Sie an erneuerbarer Energie haben, egal ob das klein oder groß ist, auch der einzelne Häuselbauer, der sich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach stellt, der wird das Geschäft seines Lebens machen. Ja. Aber natürlich alle, die das jetzt kaufen müssen, und das sind viele Landesversorger, also da gehört die Wienenergie dazu, da gehört auch die Energie Steiermark dazu, die sehr wenig eigene Erzeugung hat, also die müssen alles, fast alles zukaufen. Auch die EVN, der niederösterreichische Versorger, wo die ganzen Kunden in Niederösterreich sind, hat nur 20% Eigenerzeugungsanteil, also die müssen 80% müssen die zukaufen. Mhm. Und die haben natürlich kein leichtes Leben, weil die müssen jetzt teuer Strom an der Börse oder über private Verträge zukaufen und das ist teuer. Ja. Also da kommen, da sieht man in einer ganz, ganz unterschiedlichen Situation, die einen gewinnen und die anderen verlieren.